Für Donald Trump wird der Wahlkampf immer mehr zur Verteidigungsschlacht in eigener Sache. Immer mehr Frauen werfen dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten vor, sie sexuell belästigt zu haben. Trump sieht sich als Opfer einer Lügenkampagne. Right now, I am being viciously... Ich werde bösartig attackiert mit Lügen und Verleumdungen. Das ist ein fauler Deal. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frauen sind. Keine Ahnung. Eine von ihnen ist Summer Servers. Die ehemalige Teilnehmerin von Trumps Reality-Show The Apprentice wirft dem Immobilienmilliardär vor, sie im Jahr 2007 bei einem Treffen in Beverly Hills begrapscht und mit seinen Genitalien bedrängt zu haben. Ein früheres Model sagte der Washington Post, Trump habe ihr in den frühen 90er Jahren in einem Nachtclub zwischen die Beine gefasst. Diese Stories sind totale Fiktion. Sie sind zu 100% erfunden. Sie sind nie passiert. Den Zeitungen, die die Belästigungsvorwürfe veröffentlichen, droht Trump mit Klage. In den Umfragen fällt er derweil immer weiter zurück.